sehr guter Platz, um eine Leiche zu verstecken. Aber wenn Sie damit meinen, dass der Fundort nicht der Tatort war, haben Sie wahrscheinlich recht. Hm. Wo ist denn jetzt der Typ? Welcher Typ? Nur der Spaziergänger. Nicht der Spaziergänger? Der Spaziergänger, der die Leiche entdeckt hat. Das glaube ich jetzt nicht. Der Fall ist gerade 2 Minuten alt und Sie haben schon den ersten Zeugen verloren. Gerade! Ja? Wo ist denn der Typ? Welcher Typ? Spaziergänger! Keine Ahnung, der war hier gerade noch. Gott sei Dank.
danke, aber bei dem schönen Wetter fahre ich lieber mit dem Fahrrad. Nur mal schön langsam. Ich habe die DNA unseres Tatverdächtigen identifiziert, falls Sie das interessieren. Die DNA des Täters. Wir wissen zwar noch nicht mal, wer das Opfer ist, aber... Kann ich Ihnen auch weiterhelfen? Mike Koslowski. Wer soll das sein? Mike Koslowski, 28 Jahre alt. Aktmodell, Gemüsebauer, spiritueller Lehrer einer Biokommune. Und wie kommen Sie jetzt auf den? www.herrenhof.de. Der Mann hat da offenbar Seminare angeboten. Sexualität und Tantra, bewusstes Mannsein, Träumen und Ekstase, solche Sachen. Ja, Sie träumen Sie in Ekstase? Nee, schauen Sie mich an. Habe ich sowas nötig? Nein. Ich bin auf den Herrenhof lediglich gekommen, weil er in der Nähe des Fundorts unserer Leiche liegt. Das ist so ein Bumschuppen, so eine Sexkommune. Vielleicht sollten wir uns unter diesen Menschen mal umschauen. Dir. Ja, ohne mich scheint in diesem Fall ja nichts voranzugehen. Apropos nichts voran, ne? Ihr Hinterhalt hat einen Platten. Wir haben die Leiche identifiziert. Ja, und haben Sie noch einen Namen für mich? Ja, Koslowski, Mike Koslowski. Koslowski. Nein, gar nichts. Nix. Herrenhof, fangen Sie mal nach dem Herrenhof. Haben wir im System irgendetwas über eine Kommune namens Herrenhof? Okay. Ja, ich habe ja ein paar kleine BTM und Cannabis-Delikte und eine Strafanzeige wegen Ruhestörung. Anscheinend wird da ziemlich viel getrommelt. Herr Thiel, ich melde mich, wenn ich noch was finde. Ja, tschüss. Frau Holler. Hallo. Was machen Sie denn hier? Ich suche eigentlich Herrn Thiel. Ach, der ist gerade unterwegs, aber kann ich ihm was ausrichten? Naja, ich habe mich gefragt, welche Rolle so ein DNA-Beweis bei den Ermittlungen spielt. Also besonders in diesem Fall. Das ist ja schwer zu sagen, weil noch haben wir die Ergebnisse ja nicht. Naja, ich habe kürzlich nur noch mal gelesen, dass man sich gar nicht so sehr auf diese DNA-Spuren verlassen sollte. Die sind wohl nicht so fälschungssicher und besonders anfällig für Manipulation. Ach so, ja, aber doch nicht bei Professor Börner. Ich meine, der wird sich ja niemals dem Verdacht aussetzen, irgendwo gepfuscht zu haben, oder? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Sie sehen irgendwie ein bisschen blass aus. Ich glaube, ich habe ein ganz großes Problem. Oh. Ja, manchmal hilft es ja, wenn man über Probleme redet. In dem Fall glaube ich nicht. Na, aber wenn Sie es mal versuchen wollen, also... Ich stehe zur Verfügung. Hier soll das sein? Mitten in der Tantra. Das ist Hausfriedensbruch, was Sie da machen. Offenes Völkchen hier. Moinsen, Thiel, Kripo Münster. Sagt Ihnen der Name Mike Koslowski etwas? Warum? Wir würden gerne mit jemandem reden, der ihn näher kannte. Wieso kannte? Ein beliebter Typ gewesen zu sein, unser Herr Koslowski. Wenn man sein Leben mit Trommeln, Sex und Tantra verbringt. Neidisch? Also ich möchte nicht ermordet unter einem Dornbusch enden. Seid ihr von der Polizei? Ja, und Sie sind? Ines. Wenn ihr was wissen wollt über Mike, könnt ihr mich fragen. Naja, der Mike, ja. Hat denn der Mike hier auch gewohnt? Ja. Sein Wagen steht da hinten. Könnte ich mir den mal anschauen? Klar. Kommen Sie mit. Moment. Die Ermittlungen leitet er immer noch nicht. Wenn er hier umgebracht wurde, dann finden sich darin DNA-Spuren, die wir nur noch mit der DNA unseres Täters vergleichen müssen. Was sind Sie denn in diesem Fall so übermotiviert? Keinerlei Spuren eines Kampfes, aber das muss ja nichts bedeuten. Glaubt ihr, dass Mike hier umgebracht worden ist? Möglicherweise. Das ist alles so surreal. Ich habe Mike vorgestern noch gesehen. Da ging es ihm gut. Wir hatten richtig tollen Sex. Ach, Sie waren ein Paar?
Wir haben Polyamor gelebt. Sie meinen Polygam? Amor. Wir hatten beide mehrere Beziehungen zu verschiedenen Partnern. Alles einvernehmlich und auch verbindlich. Wussten Sie, dass der Mensch vermutlich bis ins Neolithikum hinein überhaupt nicht monogam gelebt hat? Monogamie ist unnatürlich. Ja. Die Idee, dass man nur einen Menschen lieben darf, das ist eine Erfindung der katholischen Kirche. Ja, genau gesagt war es das Aufkommen des Ackerbaus, das die Entwicklung hin zu einer Ehe. Entschuldigen, wenn ich das kleine Fachgesimpel hier mal unterbrechen darf. Sie wissen schon, dass Eifersucht eines der häufigsten Mordmotive ist. Bei uns war niemand eifersüchtig. Hm. Und wenn doch, dann haben wir das besprochen und geklärt. Das klingt ja sehr schön einfach. Ich habe nicht behauptet, dass es einfach ist. Polyamore Beziehungen erfordern neben einer ganz allgemeinen Freude an der Begegnung auch die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem anderen. Seit wann sind Sie denn ein Fachmann für das Beziehungswesen? Na, gar nicht. Ich finde einfach die Thematik ansprechend. Wenn das so ist, komm doch mal zu einem unserer Seminare vorbei. Wir machen hier sehr viel zum Thema Liebe und Gemeinschaft. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Was denn? Das ist der Typ vom Tatort. Na, wie bitte? Da sind Sie ja wieder. Jetzt möchte ich Ihren Namen wissen. Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Nochmal spazieren Sie mir nicht davon. Und jetzt sagen Sie, wie Sie heißen. Tobias Flügel. Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Ich bin Priester. Mich nennt er übermotiviert. So, vielen Dank. Oh, das ist eine gute Idee. Ich nehme auch einen Kaffee. Alles Kümmertee. Okay, ja, ich nehme Kaffee. Okay. Ja, Entschuldigung nochmal. Wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass Sie Priester sind, dann... Das nächste Mal ziehe ich für Sie meine Soutane. Was haben Sie da überhaupt gemacht auf dem Erlenhof? Kannten Sie Mike Kozlowski? Ich habe mit den Trauernden gesprochen. Woher kannten Sie die? Am Leichenfundort waren Sie ja auch. Was haben Sie denn da gemacht? Ich kann Ihnen auf diese Fragen keine Antwort geben. Und wieso nicht? Weil ich damit mein Beichtgeheimnis brechen würde. Wie? Wollen Sie mir damit sagen, dass Ihnen irgendjemand einen Mord gebeichtet hat? Hören Sie, wenn Sie wissen, wer Mike Kozlowski umgebracht hat, dann müssen Sie mir das sagen. Sie irren sich. Das muss ich nicht. Es handelt sich hier um einen potenziell gefährlichen Gewalttäter. Das Beichtgeheimnis gilt für alle Menschen gleich. Wenn Sie mir Informationen verschweigen, die zur Verhinderung einer Straftat führen könnten, ja, dann kann sich für die... Ich habe keine Informationen, die zur Verhinderung einer Straftat führen könnten. Der Mord ist leider schon geschehen. Ja, eben. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen jetzt noch helfen kann. Waren Sie der anonyme Anrufer? Was gibt's denn da zu lachen? Ja. Ja? Wieso sind Sie dann weggerannt, bevor ich mit Ihnen reden konnte? Ich hätte Ihnen nicht mehr sagen können, als ich Ihnen jetzt auch sage. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie mich hier die ganze Zeit verarschen? Vielleicht sind Sie ein misstrauischer Mensch. Herr Thiel, Ihr Kaffee. Das Beichtgeheimnis ist im Kirchenrecht verankert. Es existiert schon seit dem Mittelalter. Ich dachte, das Mittelalter hätten wir inzwischen langsam hinter uns gelassen. Sie sind offensichtlich nicht katholisch. Ich muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen, der in Münster gerade hibbelt. Ja, aber mal Spaß beiseite. Es muss doch irgendeinen Weg geben, den Mann zu einer Aussage zu zwingen. Muss es denn unbedingt ein Priester sein? Tja. Haben Sie keinen anderen Zeugen in dem Fall? Nee, habe ich nicht. Haben Sie vielleicht einen? Was ist denn mit den vielen Frauen, die der Tote angeblich hatte? Das waren doch alles polyamore Beziehungen, die ihre Probleme und Auseinandersetzungen alle offen und gemeinsam ausgetragen haben. Das glauben Sie doch selbst nicht. Was Ähnliches habe ich auch gesagt. Überprüfen Sie die Alibis der Frauen. Ja, welcher Frauen? So wie es aussieht, hat Kozlowski mit dem halben Erlenhof geschlafen. Dann sind Sie ja jetzt hoffentlich für eine Weile beschäftigt.
Hey, was geht denn hier ab? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wieso? Wenn ich um hier rauskomme, muss ich die Fahrt doch noch. Was spielst du? Vater! Vater, warte mal! Bleib doch mal stehen! Sag mal, vertickst du hier öfter dein Gras? Ist ein solider Markt. Die Nachfrage ist sehr stabil. Pass auf, ich mach dir ein Angebot. Du hörst dich ein bisschen für mich um und ich verzichte auf die Anzeige. Das kannst du vergessen, meine Kunden werden nicht von mir bespitzelt. Wer spricht denn von bespitzeln? Du sollst doch nur ein bisschen die Augen offen halten. Du bist Polizist. Ich setze meinen guten Ruf nicht für deinen Betrieb aufs Spiel. Hm? Na schön, wie du willst. Dann muss ich leider das Zeug beschlagnahmen. Hey! Ja was, ich bin Polizist. Setze doch für deinen Betrieb nicht meinen guten Ruf aufs Spiel. Das ist Erpressung. Zeig mir doch an. Also, wenn ich mich für dich umhören soll, dann kann ich da nicht mit leeren Händen hin. Bitte, bitte. Maria, du erzählst, dass ich dein Sohn bin. Ich bräuchte dann nochmal die Namen von den Frauen, mit denen Mike Kosnowski hier eine Beziehung hatte. Warum nur die Frauen? Wie, er hat auch mit Männern? Mike liebt den Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht. So ist das. Ja, so ist das. Mike hatte 4 Beziehungen. Nur 4? Ja. Was hast du denn gedacht? Polyamorie heißt nicht, dass man gleich jeden Menschen vögelt, den man trifft. Schön, 4 Beziehungen, davon waren eine Sie. Ja, ich habe übrigens kein Alibi. Nicht gut, ne? Nicht gut. Ja, und wer waren die anderen drei? Sonja und Char, die überwintern gerade auf Sizilien. Und Johannes, den müsstest du kennen, der ist Polizist. Johannes? Hat er auch einen Namen? Hagen. Johannes Hagen. Ja. Polizei, Hauptkommissar Johannes Hagen. Ja. Unser Pressesprecher? Ja. Der ist verheiratet, hat 2 Kinder. Na, das kann aber wohl sein. Sie wollen mich verarschen. Ja, wenn du mir nicht glaubst, dann frag ihn doch selber. Mhm. Mach ich. Nur du? Was sind die weich? Johannes? Mhm. Wir werden beobachtet. Da draußen steht ein kleiner dicker Mann vor unserem Haus. Das ist Frank Thiel. Ein Kollege. Und was jetzt? Jetzt gehe ich raus und lade ihn ein, mit uns zu essen. Den widerlichen Fisch von deinem Vater? Oh ja, danke sehr gerne. Aber nicht, dass ich den kleinen Paul hier alles weg esse. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben genug Forellen, um die ganze Stadt zu füttern. Mein Schwiegervater ist passionierter Angler. Ja, und er scheint als Angler genauso erfolgreich wie seinerzeit als Kommissar. Sie haben doch damals die Leitung gehabt bei der Soko Güterzug, oder? Kann ich mal nicht so sagen. Herr Thiel arbeitet bei der Mordkommission. Ja, ich habe damals angefangen, als Sie in Rente gegangen sind. Da hat aber jemand zugeschlagen. Ja, warum ich zu Ihnen gekommen bin, Sie haben sicherlich alle von dem todtraurigen Vorfall im Auenwald gehört. Ja, natürlich. Mich haben deswegen schon 10 Journalisten angerufen. Konnten Sie den Mann inzwischen identifizieren? Ja, er heißt Mike Kosnowski. Entschuldigung. Kein Problem. Mike Kosnowski. Ja. Kannten Sie ihn? Ich glaube, ihr geht jetzt mal auf euer Zimmer. Mann, immer wenn entspannt wird. Wir können das auch gerne unter 4 Augen besprechen, falls Ihnen das lieber sein sollte. Nein, ich habe keine Geheimnisse von nach Hause. Wir führen eine offene Beziehung. Ach so. Und Sie wussten, dass Ihr Mann ein Verhältnis mit Mike Kosnowski hat? Ja, klar. Und das hat Ihnen gar nichts ausgemacht? Und solange es nur um Sex geht, darf ja jeder machen, was er will. Und ging es nur um Sex? Also bitte, meine Frau und ich sind glücklich miteinander.
Wir haben ein Partnerseminar gemacht bei Mike. Er hat uns darin bestärkt, dass man auch mal mit anderen Leuten und anderen Geschlechtern Erfahrungen machen darf. Wie auch immer, ich habe Mike seit Wochen nicht gesehen. Wieso denn nicht? Haben Sie Streit? Nein, wir haben es einfach beendet. Es war langweilig geworden. Darf ich Sie trotzdem fragen, wo Sie vorgestern zwischen 5 und 6 Uhr morgens waren? Das ist nicht Ihr Ernst? Doch. Ich war den Fisch angeln, den Sie gerade essen, mit meinem Vater. Stimmt's, Kurt? Ja, ja. Wir waren angeln. Will noch jemand zu uns? Nein, danke. Vielen, vielen Dank. Erst ein katholischer Priester und jetzt der Polizeipressesprecher. Wollen Sie es vielleicht eine Nummer kleiner? Sie wollten doch, dass ich alle Beziehungen von Kozlowski überprüfe. Johannes Hagen ist das Gesicht der Münsteraner Polizei. Er steht für Bürgernähe und Aufgeschlossenheit. Und dann kommen Sie und unterstellen ihm einen Mord an einem polyamorösen Hippie. Ich unterstelle gar nichts. Ich stelle nur fest, dass mit dem Typen irgendwas nicht stimmt. Er hat ein Alibi von seinem Vater. Und Kurt Hagen ist nicht irgendwer. Ach komm, Sie wollen das Ganze doch nur unter den Teppich kehren, weil Sie Angst vor einem Skandal haben. Was ist denn für ein Skandal? Sie können doch nichts beweisen. Ja doch, ich könnte es beweisen. Wenn wir die DNA von Hagen mit der DNA, die Börner auf der Leiche von Kozlowski sichergestellt hat, vergleichen. Wenn das ein Mensch ist, dann haben wir den Täter. Und wenn das kein Mensch ist, sind wir genauso schlau wie vorher. Ja, meine Güte, was haben wir denn zu verlieren? Hat sich noch nicht gemeldet. Bis jetzt noch nicht. Diese Warterei. Also die macht mich völlig kirre. Wahrscheinlich werden diese Plagiatsvorwürfe gegen Sie noch geprüft. Geprüft? Bitte, Sammy, was gibst du da zu prüfen? Nein, die nageln mich hier fest. Die zwingen mich zu nichts. Und die binden mir die Hände. Ich kann nichts machen. Ja, vielleicht denken Sie nicht so viel drüber nach. Vielleicht brauchen Sie einfach mal eine Ablenkung. Ablenkung? Haben Sie eigentlich recht. Ich bin unschuldig. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Hinzu kommt, dass Thiel gerade einen Tatverdächtigen ins Visier genommen hat. Das wäre doch großartig, wenn es mir gelingen würde, dank meines DNA-Beweises diesen Mann zu überführen. Ja. Oh. Und die Untersuchungskommission, die wäre wahrscheinlich auch beeindruckt. Sicher. Wo ist eigentlich dieser DNA-Befund? DNA-Befund? Noch nicht da. Was ist das denn da für ein Sauerhaufen? Wo wollen Sie denn jetzt hin? Ablenkung suchen? So hatten Sie doch selbst vorgeschlagen. Viel Glück. Für den DNA-Befund heute Abend spätestens auf einem Tisch haben, ja? Sonst knallt's im Karton. Ja, rufen Sie da an. Machen Sie Druck. Herr Thiel? Ja? Kann ich Sie kurz sprechen? Sagen Sie, haben Sie den Handyprovider von Kozlowski schon ermittelt? Ja, ich habe auch schon die Verbindungsdaten hier rausgesucht. Sie. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, wegen dem Polizeisportfest morgen. Oh, Schrader, bitte, jetzt gehen Sie mir doch nicht ständig mit Ihrem blöden Polizeifest auf die Nüsse. Ja, das würde ich ja gerne, aber es gibt da ein Problem. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich da im Karate-Wettkampf antreten soll. Hier steht Hagen. Ist das die Festnetznummer von Johannes Hagen? Ja, die habe ich extra für Sie markiert. Das Datum hier, das war die Tatnacht. Ja. Na, Hagen hat kurz vor Kozlowskis Tod nochmal mit ihm telefoniert. Ja. Und mir hat er erzählt, er hat wochenlang nichts mehr von ihm gehört. Ja, das ist schon seltsam. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Den knöpfe ich mir nochmal vor. Nein. Doch. Wollen Sie wieder was essen? Nee, du, danke. Ich bin noch satt von der leckeren Soße.
Die Telefonnummer 0251 492275. Sagt Ihnen die was? Ja, ist unser Festnetz. Richtig. Und am Abend vor der Tat wurde von dieser Festnetznummer aus Mike Koslowski angerufen. Das war wahrscheinlich meine Frau. Warum sollte Ihre Frau Mike Koslowski anrufen? Sie hat einen Trommelkurs bei ihm gemacht oder einen Urschreiseminar. Keine Ahnung, Entschuldigung, ich kann diese ganze Esoterik-Zeug nicht mehr richtig ernst nehmen. Und wieso hat sie mir nichts davon erzählt? Das müssten Sie selber fragen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo sie gerade ist. Schwule Sau. Stand da wirklich schwule Sau? Ja, manche Leute haben einen seltsamen Humor. Werden Sie öfter so beleidigt oder vielleicht sogar erpresst? Das war nur ein blöder Kinderstreich. Naja, Homosexualität ist bei der Polizei ja immer noch ein schwieriges Thema. Und Sie sind ja als Pressesprecher doch in einer sehr exponierten Position, nicht wahr? Also erstens bin ich nicht homo, sondern bisexuell. Und zweitens, was genau wollen Sie mir eigentlich sagen? Eigentlich wollte ich Sie fragen, ob Sie mit einem freiwilligen DNA-Test einverstanden sind. Ich wüsste nicht, warum ich mich dazu bereit erklären soll. Das habe ich mir schon gedacht, darum habe ich Ihnen hier schon mal einen richterlichen Beschluss mitgebracht. So, dann bitte den Mund einmal weit öffnen. Hey. Guten Tag. Ich, Fühl dich willkommen, mein Freund. Mit dem Kissen. Ja, genau. Ich bringe ihn einfach um.
Sobald eine Leiche mehr kommt, ist nicht mehr an. Na, Mädels, braucht ihr ein bisschen Stoff? Purple, Blue Dream, White Widow. Wer soll Thiel das denn glauben, dass dieser schwule Polizist der Täter ist? Das ist als Lösung schon viel zu naheliegend. Ja, ich meine, vielleicht ist der Fall ja gar nicht so kompliziert. Die Zukunft des Universums ist auch nicht kompliziert, wenn man sie durch die Augen eines Hammerschachs betrachtet. Ach, danke schön. Ich mache Hose. Ihr Untersuchungsausschuss ist nicht ganz so gut gelaufen, oder? Nicht so gut gelaufen. Er hat doch gar nicht angefangen. Die halten mich hin, wie ein Idioten. Das muss ja kein schlechtes Zeichen sein. Also, die Vorwürfe werden einfach nur ganz genau untersucht. Die Gerüchte. Albrecht, haben Sie gehört, was die Kollegen so über mich sagen? Das sind doch nur Gerüchte. Ich bin ein Hochstapler. Ein Angeber. Ein eitler, selbstgefälliger, arroganter Fatzke. Wie kann man mir solche perfiden und niedrigen Eigenschaften andichten? Ich werde das nie verstehen. Wen rufen Sie denn jetzt an? Das Labor. Die haben immer noch keine DNA-Befunde geschickt. Meine Geduld ist jetzt... Ja? Meine Geduld ist jetzt langsam am Ende, Professor Börne hier. Ich warte schon eine halbe Ewigkeit auf ein DNA-Befund einer Haarprobe. Wie ist nicht angekommen? Ja, genau, sorry. Hören Sie, meine Assistentin hat diesen Test persönlich zu Ihnen geschickt. Persönlich? Ja, natürlich ist sie zuverlässig. Sie ist die Zuverlässigkeit in Person. Sie ist der Goldstandard in Zuverlässigkeit, ja? Ich habe absolutes Vertrauen zu Alberich. Hallo? Können Sie noch dran? Alberich? Sind Sie jetzt eingeschnappt? Hallo? Hallo, hier ist Silke Haller. Frau Haller? Ja, entschuldigen Sie die späte Störung. Ich... Aber warum schieben Sie die Schuld nicht einfach auf die Leute vom Labor? Ich meine, denen kann es doch egal sein. Die müssen ja nicht jeden Tag mit Börner arbeiten. Ich weiß nicht. Haben Sie schon mal einen Vorgesetzten belogen? Ich bin der größte Lügner von allen. Eigentlich dürfte ich gar nicht bei der Polizei sein. Sind Sie vorbestraft? Nein, ich habe beim Einstellungsverfahren ein gefälschtes Sportabzeichen eingereicht und einen gefälschten Rettungsschwimmer. Aber Sie haben doch diesen schwarzen Karategürtel, oder? Ja, den habe ich. Den habe ich aus dem Kostümverleih. Oh. Und die Urkunde, die ist auch gefälscht. Und damit sind Sie durchgekommen? Ja, bis jetzt schon. Aber wahrscheinlich fliege ich morgen auf. Ich soll beim Sportfest gegen Juan Schulze kämpfen. Wer ist Juan Schulze? Es gibt im Netz ein Video von ihm. Da schlägt er 3 Holzbretter durch. Mit der Hand. Ich kann nur einen einzigen Karate-Move. Und immer wenn ich den mache, springt mir dabei die Kniescheibe raus. Ja, dann sagen Sie doch einfach, Sie sind krank. Das wäre ja noch eine Lüge. Aber wem wäre denn geholfen, wenn Sie jetzt plötzlich die Wahrheit sagen? Na, stimmt. Aber es ist auch niemandem geholfen, wenn Sie zugeben, dass Sie dieses Haar verloren haben. Vielleicht haben wir ja Glück und der Fall ist dann schon abgeschlossen. Am besten ist, wir sagen gar nichts. Und im Zweifel streiten wir einfach alles ab. Platz da. Nicht mehr gerechnet. Ja, es tut mir leid, dass ich vorhin so schnell verschwunden bin. Ich war einfach stinksauer auf die Leute vom Labor. Was für eine Schlamperei. So ein Haar, das kann doch nicht so einfach verschwinden. Also, da habe ich gute Nachrichten für Sie. Das Haar ist gar nicht verschwunden. Ich habe es eben entdeckt und wissen Sie wo? Auf Ihrem Schreibtisch unter einem Riesenstapel von Papieren. Ich bitte um fristlose Entlassung. Was? Ich... Bitte Sie, abgelehnt. Wer weiß, wird wohl der Putzmann wieder gewütet haben. Der Putzmann? Ich habe soeben das Haar sowie die Speichelprobe von Johannes Hagen mit dem Fahrradkurier meines Vertrauens ins Labor geschickt. Und auf dieses Ergebnis freue ich mich schon sehr. Und damit, gute Nacht. Machen Sie nicht mehr so lange. Gute Nacht. Morgen, Herr Professor. Morgen, Herr Hauptmann.
besser als Sie aussehen. Hat sich das klären können, ja? Hm? Mit diesen Plagiatsvorwürfen? Na, jetzt weiß ich gar nicht, wovon Sie sprechen. Ich habe nur gehört, dass Sie abgeschrieben haben von diesem Professor Thomsen. Den habe ich nur zitiert. Zitiert in höchster Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistung. Ist ja gut. Und so, Sie, Herr Thiel. Alles gut. Sie wollen ja einem vollkommen unschuldigen Kollegen einen Mord anhängen. Wie läuft es denn da? Also wenn Sie damit Johannes sagen wollen, ja? Der Typ lügt wie gedruckt. Ah, dann hat sich diese Nachricht noch nicht ganz bis zu Ihnen herumgesprochen. Noch nicht. Johannes Haken kann unmöglich Koslowskis Mörder sein. Hm, wieso nicht? Das Labor hat heute endlich die Ergebnisse des DNA-Abgleichs rübergeschickt. Ja, und? Die DNA des Täterhaars stimmt nicht mit der von Johannes Haken überein. Was? Ich hab's auch schon der Frau Staatsanwalt gesagt. Sie war nicht sehr amüsiert. Die Ermittlungen gegen Johannes Haken sind damit endgültig beendet. Nur wegen dem dämlichen Haar, ja. Wegen des dämlichen Haares. Halten Sie wirklich immer noch an Ihrem lächerlichen Irrtum fest? Es gibt Hinweise darauf, dass Johannes Haken aufgrund seiner sexuellen Orientierung unter Druck gesetzt wurde. Der Mann hat Sex mit Männern? Ja, eben. Das dürfte doch im 21. Jahrhundert wohl kaum ein Problem sein. Ja, eben. Tja, wenn Sie wüssten, was man sich als schwuler Polizist manchmal so anhören muss. Hier, fragen Sie mal Schrader. Schrader? Sie sind schwul? Ist das ein Problem? Keiner hat hier ein Problem. Nein, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass Sie schwul sind. Im Gegenteil. Ich finde es großartig. Geht mal raus damit. Wie auch immer. Ich denke auf jeden Fall, es ist ein Fehler, Johannes Haken jetzt schon aus dem Visier zu nehmen. Und ich glaube, es war ein Fehler, sich überhaupt erst an ihm festzubeißen. Ja, dem Polizeisprecher einen Mord zu unterstellen, das ist schon ganz schön gewagt. Sie haben den Mann in eine unmögliche Situation gebracht. Glücklicherweise konnte ich den Irrtum ja gerade noch rechtzeitig aufklären. Ich erwarte, dass Sie sich bei Johannes Haken und seiner Familie für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Ich werde mich nicht bei diesem Mann entschuldigen. Um sich zu entschuldigen, bedarf es eines gewissen Maßes an Größe. Ich weiß, wie jemand aussieht, wenn er lügt. Und Johannes Haken hat gelogen. Nehmen wir mal an, Sie haben recht. Ja, natürlich habe ich recht. Oh, nehmen wir mal an, er hat gelogen. Ja, natürlich hat er gelogen. Aber lieber Thiel, das macht ihn doch noch lange nicht zu Koslowskis Mörder. Weswegen soll er denn bitte schön sonst gelogen haben? Vielleicht kannte er den Täter, wollte ihn decken. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Herr Thiel, haben Sie kurz Zeit? Schrader, gehen Sie mir jetzt bitte nicht schon wieder auf die Nerven mit Ihrem scheiß Sportfest. Nicht das Sportfest, es geht um Ihren Vater. Um meinen Vater? Er hat eine Materialkostenabrechnung eingereicht und ich bin nicht ganz sicher, wo ich das jetzt verbuchen soll. Sag mal, Vater, hast du sie noch alle? 600 Euro für Marihuana? Das ist mein Arbeitsmaterial. Ohne Stoff komme ich mit den Leuten nicht ins Gespräch. Vater, ich hatte dich gebeten, lediglich ein wenig die Augen offen zu halten. Ja, Informationen bekommt man heutzutage nicht umsonst. Jetzt hör mal auf, hier in meinen Unterlagen rumzuschnüffeln. Nimm mal die Füße vom Tisch. Das hier für Sitten. Ja, Junge. Hätte ich mal bei dir zu Hause machen sollen. Wusstest du, dass Marianne Haken mit den Leuten aus dem Herrenhof befreundet ist? Ja, die macht so irgendwelche Seminare. Wieso? Die war sehr verliebt in Mike Koslowski. Was? Mhm. Er war der Mann ihrer Träume. Gut aussehend, sensibel und im Bett eine absolute Granate. Soll ich ins Detail gehen? Nein, danke. Haben Sie es gehört, Schrader? Herr und Frau Haken waren beide in denselben Typen verknallt. Naja, also über Herrn Haken haben wir nicht gesprochen. Ich danke dir, Vater. Hast du einen gut bei mir? Ja, also mit Mama. Und was ist mit meinen Materialkosten? Später! Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Ehrlich gesagt schon. Mein Mann ist jetzt gerade gar nicht zu Hause. Ach, das ist nicht so schlimm. Ich wollte sowieso zu Ihnen. Zu mir? Ja, warum haben Sie mir denn... Ach, moin. Wieso haben Sie mir eigentlich verschwiegen, dass Sie ein Verhältnis mit Mike Koslowski hatten? Ach, von mir aus können Sie das gerne wissen. Ich wollte es bloß nicht von meinem Mann erzählen. Wieso denn nicht? Sie haben doch eine offene Beziehung. Unsere offene Beziehung ist leider nur in eine Richtung offen. Ach, verstehe. Kommen Sie, darf ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Oh. Mögen Sie chillen? Ich bin eher ein Whisky-Trinker. Nein, wirklich nicht. Naja, einer ist keiner. Dankeschön. Bitte. Ja, wie, und Sie trinken nichts? Mein Mann hat vor kurzem seine Leidenschaft für junge, hübsche Männer entdeckt. Und plötzlich fand er, dass man sich den Sex auch mal ganz woanders holen könnte. Für mich war das okay. Nur als ich dann selber mal Sex mit einem anderen Mann haben wollte... Da hatte er plötzlich was dagegen. Ach, schau an.
Da war er dann eifersüchtig, ja. Chin Chin. Chin Chin. Ja, er hat viele schlechte Eigenschaften, aber nur solange keiner hinsieht. Sobald die Scheinwerfer angehen, ist er ganz der charmante Pressesprecher. Ja, ich verstehe. Ja, Verzeihung, ich möchte Sie nicht mit meinen Eheproblemen langweilen. Ach, ich bitte Sie, ich bin wirklich Kummer gewohnt. Außerdem bin ich selber geschieden. Ach, man sollte überhaupt nicht heiraten. Tja. Man sollte so leben, wie Mike gelebt hat, und seine Liebe mit so vielen Menschen teilen, wie man nur kann. Interessant, soll das die Sophienkirche sein? Ja, dort haben wir geheiratet und unsere Kinder taufen lassen. Wie, Sie sind katholisch? Mein Mann ist katholisch. Sein bester Freund ist Priester, ausgerechnet. Priester, wie heißt denn der? Alles in Ordnung? Sieht doch gut aus, denn. Entschuldigen Sie die Störung. Herr Flüge, ich müsste mal ganz kurz mit Ihnen sprechen. Das passt gerade schnell. Es ist sehr dringend. Tut mir leid, zwischen 16 und 18 Uhr nehme ich die Beichte für die Kirchengemeinde ab. Tja, das passt doch. Ich bin ja auch Gemeinde. Aber ich bin jetzt dran. Aber Sie werden doch sicher nichts dagegen haben, dass ich vor Ihnen dran komme. Schauen Sie mal, ich habe eine Dauerkarte. Kommen Sie bitte. Tut mir leid, Frau Martin, es scheint dringend zu sein. Entschuldigung, andere Seite. Ach, unverschämt, ich komme immer mit Wurf zur Beichte. Das dauert auch nicht lang. Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seine Barmherzigkeit. Amen. Ja, das wäre sehr schön. Es geht um den Mordfall Mike Koslowski. Bisher hatte ich ja immer Ihren Freund Johannes Hagen in Verdacht. Aber wie mir scheint, zu Unrecht. Und Sie bereuen Ihren Fehler? Dieser Fehler hätte sich vermeiden lassen können, wenn Sie von Anfang an ehrlich zu mir gewesen wären. Ich glaube, ich muss Ihnen noch mal kurz erklären, worum es beim Sakrament der Beichte geht. Ich glaube, das müssen Sie nicht. Wenn Sie mir bitte lediglich erklären würden, was Sie vor dem Bauwagen von Mike Koslowski gemacht haben. Das ist keine Beichte. Sie missbrauchen diesen Raum, um eine polizeiliche Vernehmung durchzuführen. Und Sie missbrauchen das Beichtgeheimnis, um die Hintergründe eines Mordes zu vertuschen. Wo wollen Sie hin? Flüge! Herr Flüge! Jetzt bin ich endlich dran. Herr Flüge! Herr Flüge, bleiben Sie stehen. War es Johannes Hagen, der Ihnen den Mord gestanden hat? Ich habe Ihnen noch gesagt, Sie werden den Namen von mir nicht erfahren. Weil es diesen Namen gar nicht gibt? Weil Sie diesen Beichtenden nur erfunden haben, um von sich selber abzulenken? Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen. Waren Sie in Mike Koslowski verliebt? Was? Sie haben mich schon verstanden. Natürlich. Ich bin Priester. Und Priester sind bekanntermaßen alle schwul und kriminell. Das passt ja wunderbar zusammen. Das haben Sie gesagt. Wollen Sie mich jetzt verhaften? Fürs Erste würde mir eine Speichelprobe reichen. Einverstanden. Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass Tobias Flügel schwul ist. Ihre Expertise in allen Ehren. Schade, aber da verlasse ich mich dann doch lieber auf die Testergebnisse aus dem Labor. Aber dieser DNA-Abgleich, der hat doch schon bei Hagen nicht funktioniert. Ja, weil Hagen eben einfach nicht der Täter war. So sehr es mir gegen den Strich geht, aber laut der Laborergebnisse muss der Täter jemand anders gewesen sein. Jetzt gucken Sie nicht so skeptisch. Irgendwann muss dieser scheiß DNA-Abgleich auch mal hinhauen. Und rein statistisch gesehen steigt unsere Chance mit jeder weiteren Testperson. So, an die Arbeit, Schader. Statistik. Ein Viervierteltakt? Professor, das Leben ist doch keine Marschmusik. Oder machst du Love auch so? Gibt es keine Noten? Also wenn es wenigstens Noten gibt, nach Noten kann ich spielen. Du bist die Note. Und jetzt schafft man dein Hirn aus. Nicht so einfach. Das ist mein bestes Körperteil. Das hat doch keinen Lichtschalter. Ich kann man nicht so einfach ausknipsen. Man könnte mit einem glatten Schnitt die Medulla oblongata...
wollte Ihnen danken für Ihre gewissenhafte Arbeit im Fall Koslowski. Oh, ja, sehr gerne. Na, dann sorgen Sie mal ruhig dafür, dass sich das rumspricht. Ich mache so kein Geheimnis draus. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass Sie diese DNA-Probe so sorgfältig analysiert haben. Sie wissen ja, wie das mit falschen Anschuldigungen ist. Wie meinen Sie das? Ich bekomme gerade Anfragen der Presse. Die wird in einen Wissenschaftsskandal. Sie sollen angeblich Forschungsergebnisse Ihres Kollegen Thomsen gestohlen haben. Herr Professor? Sind Sie noch da? Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich habe nicht vor, diese Gerüchte zu füttern. Jetzt, wo wir beide uns so gut verstehen. Seltsam, für einen kurzen Augenblick hat es so geklungen, als wollten Sie mir drohen. Aber lieber Herr Professor Börne, womit sollte ich Ihnen denn drohen? Sie haben sich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Ich hatte so sehr gehofft, dass Thiel das Haar einfach vergisst. Der wird jetzt so laut, der ist ein besonderer Mensch gefunden. Am Ende nehmen Sie noch den Falschen fest. Ja, aber wenn das passiert, können Sie ja immer noch die Wahrheit sagen. Wenn ich nur wüsste, was die Wahrheit ist. Kleinen Schuss rum. Gib's. Ja, lieber einen großen. Thank you.
akademischen Karrieren. Und ich wurde gerade wegen Talentfreiheit aus einem Trommelseminar geworfen. Oh, und ein gewisser Johannes Hagen hat mir damit gedroht, die Plagiatsvorwürfe gegen mich in der Presse breitzutreten. Na, herzlichen Glückwunsch. Und so, Glas. Danke, nicht ohne Cola. Dieser Pressesprecher ist ein ganz verdächtiger Charakter. Ach, was ich nicht sage. Es würde mich nicht wundern, wenn er in die Ermordung von Koslowski irgendwie verstrickt wäre. Ich höre ja wohl nicht richtig. Sie waren doch mal derjenige, der ihn vom Mordverdacht entlastet hat. Ja. Auf Basis seines DNA-Beweises, der inzwischen... Wollen Sie mir sagen, Ihre Täter-DNA ist unbrauchbar? Salut. Jetzt brauche ich auch einen. Was mache ich denn jetzt mit dieser blöden Speichelprobe von Tobias Flügge? Womit soll ich die jetzt vergleichen, DNA-technisch? Sagt Ihnen der Dunning-Kruger-Effekt, was er? Oh, das ist lange her. Dunning-Kruger-Effekt. Das ist eine kognitive Verzerrung in der Wahrnehmung inkompetenter Menschen. Hm? Boah, und was hat das jetzt mit der Speichelprobe von Tobias Flügge zu tun? Hä? Überhaupt nichts. Möglicherweise bin ich wegen meiner eigenen Inkompetenz nicht in der Lage, meine eigene Inkompetenz zu erkennen. Hm? Ich mach mal noch ein Fläschchen auf. Alles, was Sie rausgefunden haben, ist voll für da. Total knicken. Oh, was haben Sie denn rausgekriegt? Hä? Was denn? Ich habe immerhin rausgekriegt, dass Tobias Flügge Pfarrer ist. Ich sage was. Wir sind zwei Blindgänger im selben Krieg. Zwei Niesen an einer Hose. Zwei Würstchen im selben Topf. Im Schlafrock. Sie sind mir echt eine Hilfe. Frag mich sowieso, was Sie hier überhaupt noch machen. Ich Ihnen im Moment fachlich und intellektuell gar nichts zu bieten habe, könnte es vielleicht sein, dass Sie mich irgendwo in Ihrem kleinen Herzchen am Ende so doch mögen. Ne? Können Sie recht haben. Aber mein Herz ist hier. Ja. So, also egal, wo es ist. Wahrscheinlich sind wir irgendwie beide zu blöd für diesen Fall. Ja, wahrscheinlich. So, ja, schwimmt dann wieder nach oben, der Fisch. Nicht. You read my dog. I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night just staring at the wall. Didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said, I can't believe you want to hurt me so. I said, I'm not supposed to be like this, you know. Well, I just had to let you go. What's on your mind? It have to be this way. Everything gets real sooner or later, doesn't matter how you feel. You slam that door shut up at night of glass and steel. I cannot blame you for believing what you believe. Well, I just had to let you know what's on. Habe ich wirklich mit Interesse
Sie gelesen? Ah, haben Sie gelesen. Ich habe Ihre auch gelesen. Im American Journal. Ja. Also nichts für ungut, Börne. Schwamm drüber. Ich muss los. Schönen Heimweg. Nächstes Mal reden wir länger, ja? Dankeschön und schönen Gruß zu Hause. Tschüss, Herr Professor. Tschüss, Börne. Ja, ich habe Ihren Artikel gelesen. Ich habe Ihren Artikel gelesen. Albrecht, Sie haben keine Ahnung, wer gerade hier war. Sagen, haben Sie hier übernachtet? Leibhaftig in ganzer Größe. Professor Michael Thomsen. Mein alter Professor. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Er hat mir mitgeteilt, dass die Kommission sämtliche Vorwürfe des Plagiats gegen mich hat fallen lassen. So steht ich vor Ihnen ein rehabilitierter Mann. Weil es jetzt, er wird mich fürs Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Als zweiter Rechtsmediziner. Überhaupt. Wie viel davon haben Sie getrunken? Ach, Sie glauben mir nicht, ja? Erzählen Sie das hier mal bitte an und dann... Mach ich. Und dann machen Sie sich mal ein bisschen frisch. Mach ich. Wir haben einen Leichenfund. Oh. Ah, Mäusen. Lange lebe der Restalkohol. Kein schöner Anblick, aber Sie haben einen soliden Magen heute. Ich habe heute einen soliden Wundschädel. Unter diesen Umständen würde ich von einer Ernährung, dass ich den Bundesrechner verfolge. Ja, hoffen wir mal, dass der Kaffee drin bleibt. Suizid, ja. Oh ja, das hier ist nicht gerade der Ort, wo man zufällig über Bahngleise stolpert. Haben Sie den Wagen gesehen? Ja, aber die Kollegen meinten, dass die Fahrzeughalterüberprüfung bereits läuft. Also ganz ehrlich, es lässt sich schon erahnen, um wen es sich hier handelt. Tobias Flügge? Vielleicht hatten Sie recht. Vielleicht hat er Kozlowski umgebracht und konnte dann mit der Schuld nicht leben. Ja, aber Selbstmord gilt doch bei Katholiken als Sünde. Würde ich die Einzige gewesen sein, die er begangen hat. Ich habe gestern noch mit ihm gesprochen und er machte nicht den Eindruck... Man kann Suizidgedanken in einem Menschen nicht ansehen. Trotzdem, da stimmt irgendwas nicht. Ist das sein... Ja. Oh, das schaffe ich heute nicht. Ja. Zum Glück haben Sie ja mich. Von mir kriegen Sie gewohnheitsmäßig eine erstklassige Obduktion. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kriege ich's raus. Ja, ich glaube nicht, aber haben Sie Ihren Dunning-Kruger-Effekt bereits überwunden? Ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich heute Appetit auf eine Reihe. Börne. Und ein schönes Rotweinchen dazu. Ah. Herr Hagen, tut mir leid, ich habe wirklich eilig. Herr Hagen, Ihr Freund ist tot. Tobias Flügge. Er hat sich anscheinend letzte Nacht vor den Zug geworfen. Tut mir leid, dass ich Sie so damit überfallen muss, aber... Ist schon in Ordnung. Danke, dass Sie mir gesagt haben. Einen Moment, bitte. Was? Wo waren Sie letzte Nacht? Zwischen 9 und 12? Auf dem Polizeisportfest mit Hunderten von Kollegen. Bin mir sicher, Sie finden einen, der mein Alibi bestätigt. Herr Thiel. Was, wer ist da? Das kann doch jeder geschickt haben. Wie können Sie denn da sicher sein, dass der Absender hier wirklich Tobias Flügge war? Das war seine Geheimadresse. Der hätte mir nie von seinem offiziellen Account geschrieben. Tja, hätten Sie mir mal besser gleich erzählt, dass Tobias Flügge und Sie auch ein Paar waren. Wir waren kein Paar. Jedenfalls nicht so, wie du denkst. Ja, aber hier steht, ich liebe dich über alles. Aber mein Gewissen verbietet mir die Beziehung zu dir. Ein Priester darf keine Frau lieben. Nicht mal platonisch. Wieso eigentlich nicht platonisch? Ich weiß es. Frag's nur mich. Frag auch den scheiß Bischof oder den Papst. Ich habe immer damit gerechnet, dass er sich eines Tages gegen mich entscheidet. Ja. Aber nicht damit, dass er sich umbringt. Das hätte er nie gemacht. Fällt ihm vielleicht irgendjemand ein, der ihn unter Druck gesetzt haben könnte? Alles, was ich weiß, ist, dass er sich nie vor diesen Zug geworfen hätte. Verstehe. Oh je. Juan Schulze? Nee. Der gibt es fake. Ich war nicht bei dem Sportfest. Ich habe behauptet, ich hätte mir den Arm gebrochen. Gute Idee. Das ist eine scheiß Idee. Ich habe wieder mal total versagt. Sie haben versagt? Was soll ich denn sagen? Meinetwegen ist heute Nacht ein Mensch gestorben.
Aber Flügges Suizid ist doch nicht ihre Schuld. Den Täter doch längst gefasst, wenn ich dieses blöde Haar gefunden hätte. Wenn. Wir wissen ja gar nicht, was gewesen wäre, wenn. Ich wollte jetzt gerade ins Pfarrhaus fahren. Ins Pfarrhaus? Ja, Herr Thiel meinte, dass wir da vielleicht einen Abschiedsbrief von Flügge finden oder Spuren, die auf einen Streit hindeuten. Oder Sie könnten mir ja suchen helfen. Meinen Sie, dass ich die geeignete Person bin, um Spuren zu suchen? Warum nicht? Wenn Sie eine Spur verlieren und dann eine neue finden, dann ist das Universum doch wieder im Gleichgewicht, oder? Das klingt gut. Ich auch. Ja, Herr Thiel. Ja, wir sind jetzt am Pfarrhaus. Hier steht ein Geländewagen. Kennzeichen MSJK3317. Nee, Fahrzeughalter ist nicht zu sehen, nee. Ja gut, ja, ich melde mich dann nochmal. Ist dieser Trick. Ach du Scheiße. Was? Kommen Sie. Wohin? Kommen Sie. Was? Polizei, nehmen Sie die Hände hoch und drehen Sie sich langsam um. Na, junger Mann, wollen Sie mich erschießen? Sich ganz viel Zeit gelassen. Ich dachte schon, Sie kommen gar nicht mehr. Was machen Sie hier? Ja, das Gleiche wie Sie nun hier. Ich sichere Spuren. Die Tatwaffe. Tatwaffe? Tobias Flügge wurde hier ermordet. Ich dachte, er hat sich vor einen Zug geworfen. Sie brauchen wohl ein bisschen Nachhilfe. Hier, vorgetäuschter Suizid, schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Damals hatte nämlich ein Mann seinen Nachbarn im Streit erschlagen und dann anschließend die Leiche vor einen Güterzug geworfen. So, und der leitende Ermittler, der seinerzeit dieses Manöver durchschaut hat... Er hat sehr wahrscheinlich meine Studie über die Letalität von Impressionsfrakturen gelesen. Bekommen. Der leitende Ermittler hieß Hauptkommissar Kurt Hagen, der Vater von Johannes Hagen. Was sollte der denn für einen Grund haben, einen Priester zu ermorden? Hm? Vertuschung. Vertuschung? Ja, Tobias Flügge wusste, wer Mike Koslowski umgebracht hat. Und jetzt ist er tot. Kommen Sie, wir fahren da mal hin. Das ist genau wie der Fluss. Bei der Soko-Güterzug. Also ein Serienmörder. Derselbe Modus operandi. Aber der Fall liegt doch schon über 15 Jahre zurück. Glauben Sie, dass alte Leute nicht mehr morden können? Ich dachte, Sie hätten damals den Täter überführt. Er wurde diesen Sommer aus der Haft entlassen. Sagen Sie mal, sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Das ist gleich da vorne, hinter der nächsten Kurve. Okay. Wen rufen Sie an? Herrn Thiel, ich gebe ihm nur kurz Bescheid, dass wir auf dem Weg zu einem Tatverdächtigen sind. Wieso? Trauen Sie mir nicht zu, dass ich allein mit dem Mann klarkomme. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, aber Ihre ganze Geschichte kommt mir irgendwie ein bisschen seltsam vor. Ach, wirklich?
fahren. Und da vorne direkt in den Wald rein. Das war heute auch ein schöner Tag zum Angeln. Richtig schöner Tag. Aber nicht für euch beide. Und? Ja, nix. Mein Schwiegervater hat sein Telefon ausgeschaltet. Das gibt's doch nicht. Vor dem Pfarrhaus steht der Geländewagen von Ihrem Schwiegervater, aber von ihm selbst fehlt jede Spur. Vor dem Pfarrhaus? Ja, und zeitgleich mit Ihrem Schwiegervater ist meine Assistentin verschwunden. Na, und mein Assistent. Wollen Sie vielleicht was trinken? Gin, Whisky? Hatte Ihr Schwiegervater mal irgendetwas mit Tobias Flügge zu tun? Er konnte nicht besonders leiden. Andererseits, er kann eigentlich niemanden besonders leiden. Hm. Eigenwilliger Charakter, was? Das ist sehr freundlich ausgedrückt. Herr Hagen, möchte ich fragen, was Sie mit uns vorhaben? Sie haben Tobias Flügge umgebracht, oder? Du bist wirklich ein ganz helles Fräulein. Deswegen waren Sie auch noch mal im Pfarrhaus. Sie haben die Tatwaffe mitgenommen wegen der Spuren, ne? Das ist nicht zu fassen, was für Experten mittlerweile bei der Polizei sind. Ihr Schwiegervater hat also an sein eigenes Haus einen Pimmel gemalt. Ja, er hat versucht, es wie eine anonyme Drohung aussehen zu lassen. Aber mein Mann hat natürlich sofort gewusst, von wem das kam. Ihr Schwiegervater ist mit den Affären Ihres Mannes nicht einverstanden. Ja, Affären sind ihm scheißegal. Dass es Männer sind, das stört ihn. Ja, das passt ja nicht ins Bild. Ein Polizist hat hetero zu sein. Er braucht ein Haus mit Garten, nette Kinder und eine Frau, die immer einen guten Eindruck macht. Stimmt's, mein Schatz? Gibt's hier irgendein Problem? Ja, wir suchen Ihren Vater. Ich weiß nicht, wo er ist. Du lügst sogar schon, wenn du atmest. Du hast wieder mal zu viel getrunken. Es hilft zu vergessen, was passiert ist. Was passiert ist? Was meinen Sie damit? Ich denke, Sie sollten jetzt besser gehen. Und nehmen Sie meinen Mann gleich mit. Er hat Ihnen ein falsches Alibi gegeben. Ich habe ein falsches Alibi gegeben. Und was ist mit dir? Wo warst du denn in der Nacht, in der Mike umgebracht wurde? Als ob du das nicht wüsstest. Du warst nämlich auf dem Erlenhof. Du warst mit Mike im Bett. Ja, es war wunderbar. Ich war so glücklich. Ich hätte fliegen können vor Glück. Und weißt du, was ich besonders herrlich fand? Als ich wiedergekommen bin, warst du nicht da. Ich war angeln. Du warst nicht angeln. Und dein Vater auch nicht. Der saß hier fett in seinem Fernsehsessel. Das ist absurd. Du fantasierst. Du bist mir nachgefahren zum Erlenhof. Du hast Mike ermordet. Weil du nicht ertragen konntest, dass ich mit ihm glücklich war. Das ist aber schade um den Gin. Ich schlage vor, du nimmst jetzt mal eine kalte Dusche. Genau das mache ich. Und danach packe ich meine Sachen und verlasse dich.